Einen wundervollen guten Tag, meine Damen und Herren. Willkommen zu Plan B. Terraform. Das ist ein erster Eindruck. Das ist ein Early Access Game. Kostet knapp einen Zehner. Sah schön aus. Ich mag schöne Dinge. Wir gucken uns das heute so ein bisschen an. Ich habe schon 5 Minuten gespielt. Also ich weiß noch nicht alles. Aber so ein bisschen schon mal reingeguckt, ob es Spaß macht, ob es catchy ist. Wir machen einen neuen Planeten. Wir nennen ihn Rarn. Naja, wir nennen ihn einfach Maxim. Weil ich wollte schon immer mal ein Planet sein. Es gibt noch wenig Infos. Es riecht nach einem Automation-Game. Es hat was Satisfactory-artiges, was Factorio-artiges und auch ein bisschen Dyson Sphere-mäßig. Wobei natürlich gerade alle Games, die ich genannt habe, schon in sich die Koryphäen sind, die Götter. Na, wir haben die Planeten-Transfer, wir haben Factorio, müssen wir nicht drüber reden. Und Satisfactory ist einfach alles 3D. OP. Na, also alles cool. Was das Spiel uns sehr früh sagt und was auch sehr schön ist, dass es big as fuck ist. Ne? Wir haben jetzt hier so ein kleines Ding. Na, jetzt kriegen wir natürlich das Tutorial noch ein bisschen mit. Das Tutorial machen wir auch, damit ihr das noch so ein bisschen mitbekommt. Ich mag gute Tutorials. Ist mir ganz wichtig. Und wir können schon sehen, wir können zoomen. Ne? Wir können ganz schön zoomen. Es ist ganz schön big alles. Und das ist natürlich gar nicht so bad. So, wir können jetzt noch die Karte hier so ein kleines bisschen angucken. Ihr seht schon, das Spiel möchte, dass wir... Okay, ich konnte mich gar nicht bewegen. Dass wir Eisen anfassen, and we did. Ich sage euch quasi, wann ich nicht mehr weiter weiß. Fakt ist, wir müssen hier Eisen abbauen. Das mache ich hier natürlich schon mal ganz großzügig. Als nächstes möchte das Spiel, dass wir quasi Depots verwenden und Eisen darin auch lagern. Und dann möchte das Spiel, dass wir etwas produzieren. Na, das machen wir auch. Na, das bedeutet, wir machen hier Stahlstäbe. Weil aus Eisen wird ja bekanntermaßen Stahl hergestellt. Und diesen besagten Stahl gilt es auch zu lagern. Na, bapp, Stahlstab. Und nochmal Stahlstab. Und dann machen wir natürlich eine Fabrik. Und bauen mit besagter Fabrik Extraktoren. Aber gleichzeitig auch Depots. Warum gleichzeitig auch Depots? Weil ich einfach schlau bin. Ich bin einfach auch ein Schlauberger. So, hier lagern wir Eisen. Hier machen wir auch eine Fabrik und machen auch Stahlstäbe. Und dann geht es quasi schon los. Na, das Spiel möchte nochmal, dass wir das Hilfemenü öffnen. Das ist das. Na, hier werden so ein paar grobe Dinge noch erklärt. Na, was auch sehr, sehr schön ist. Look at that, wie schön das ist. Wie man auch hier ein gewisses System hat. Aber ich möchte natürlich das Eisen hier auch gut abbauen. Vielleicht, oh my god, die sind ja hier... Ja, das ist ja schon schlau auch. So schlau habe ich das jetzt nicht gemacht. Na gut, machen wir auch nicht. Wir haben ein gewisses Teilziel. Das ist das, was er quasi möchte. Wir sollten 10 Extraktoren bauen. Das haben wir hier. Look at that. Der Extractor extracted. Ne? Das, was er ja auch quasi tun soll. Hm. Oh, bleibt hydriert, Leute. Ist so wichtig. Hydriert bleiben ist everything. Ne? Das heißt, ihr macht das Ganze natürlich auch. So, hier haben wir jetzt einen Extractor gebaut. Ich meine ein Depot. Das ist schön. Das ist gut. Na, weil wir brauchen dann später quasi als nächste Mission tatsächlich sehr viele Depots. Wir machen mal hier Ultra Light Speed an. Na, in der Hoffnung, dass das hier dann natürlich entsprechend sehr, sehr schnell geht. Dann werden wir, hier noch ein Depot zwischenlagern. Weil das Ding werden wir auch nochmal extra verwenden. Ich habe ein bisschen mich schon spoilern lassen. Hey, it's me. Na, und wir werden hier jetzt natürlich schnell dieses Ziel erfüllen. Und sobald es erfüllt ist, machen wir wieder die Geschwindigkeit ein bisschen runter. Es ist schon ein Jahr vergangen. You kidding? Ein Jahr lang abgebaut. So. So, das heißt, wir gehen zum nächsten. Und zwar, boom, hey. Das hat ein bisschen gedauert. Und zwar machen wir Level 2. Wir sollen 5 Fabriken bauen und auf den Boden platzieren. Na, Fabriken bauen, müssen wir natürlich gucken. Wir können das jetzt hier quasi umändern. Wir machen hier Fabriken. Brauchen 5. Genau, 5 Fabriken. Depots habe ich jetzt schon gemacht. Zack, jetzt haben wir noch eins. Jetzt bauen wir quasi aus beiden Fabriken. Und mit den Fabriken.
machen wir dann eventuell noch mehr Fabriken. Na, gucken wir mal, was sich hier am besten produzieren lässt. Mit einer entsprechenden Geschwindigkeit. Es wird dann auch natürlich noch später Wege geben, da bin ich mir sehr sicher. Bisher ist das ja hier alles sehr, sehr entspannt. Was die Geschwindigkeit angeht. Ah, wir brauchen mechanische Teile. Hupsala. Genau, die mechanischen Teile kosten... Ah, die kosten Stahl. Na, das ist natürlich was. Das ist natürlich crazy. Mal sehen, was der jetzt macht. Macht er jetzt was? Die Fabrik kann ich aus den Teilen nicht machen. Und der muss jetzt quasi Stahl zwischenlagern. Das ist ja interesting. Okay, wir machen mal den Bulldozer. Und bulldozern das jetzt hier mal weg. Und das Ding hier auch. Und dann bauen wir hier eine Fabrik. Die mechanische Teile macht. Da. Der lagert jetzt hier mechanische Teile ab. Ja, das habe ich natürlich schlecht eingeschätzt. Da hat mich das Game. Dann machen wir hier das Fertigungsding. Und machen hier Fabriken. Er hat gesagt, er soll Fabriken machen. Und der da? Wir machen noch ein paar Extractor tatsächlich. Ein paar Extractor machen wir. Weil die Extraktoren werden anscheinend gut zwischengelagert, denke ich gerade. Also ist gar nicht so tragisch. Ich glaube, ich kann hier so machen, ne? Bam. Was heißt, wir machen den hier. Dann eine Fabrik. Die macht Stahl. Dann wird es zwischengelagert. Dann machen wir noch eine Fabrik. Die macht mechanische Teile. Das gucken wir uns gleich an. Und der lagert die durch mechanische... Okay, jetzt ist es gut. War gut. Okay, nächstes. Baue ein Versorgungszentrum in Kontakt mit einer Stadt. Bring ihm die nötigen Ressourcen, damit die Stadt wächst. Aha. Straße. Gucken, was wir hier haben. Benötigt viermal Beton. Beton. Okay, wir brauchen Beton. Beton ist aber bestimmt da. Nee, da nicht. Schwefel, aus Schwefel machen wir keinen Beton. Wie machen wir denn Beton? Das gucke ich mir nochmal an. Erreicht eine Bevölkerung von 10. Also hier sind alles so die Teile. Okay, okay. Das ist Aluminium. Auch Schwefel. Das sieht aus Stein aus, aber das sieht nicht so abbaubar aus. Was haben wir hier? Auch wieder. Also das sieht halt aus wie Stein. Aber der baut Fluorid ab. Aber was ist Fluorid? What is this? So, dann bauen wir jetzt noch ein paar Mal... Wir bauen noch ein paar Depots tatsächlich. Der muss mal hier Depots bauen als nächstes. Nee, das ist Aluminium. Na gut. Kriegen wir raus. Ist ja nicht unmöglich. Na, das ist auch wieder... Das sieht halt sehr steinig aus, ne? Seien wir mal ehrlich. Na, Ehrlichkeit ist eine Tugend. Schwefelreiches Regolith. Na gut. Dann halt Regolith. Muss er selber wissen. So, wir haben jetzt 6 Fabriken. Also wir haben ja eine gute Fabrikproduktion. Wir müssen mal quasi eine komplett neue Produktionslinie fahren. Wir nehmen hier einerseits das. Und Beton macht man aus Schwefel. Wow.
Das habe ich nicht gewusst. Habt ihr das gewusst? So, du machst mal ein Fertigungswerk. Hier, wir brauchen jetzt auf jeden Fall noch ein paar Fertigungswerke. Wenn die Fertigungswerke fertig sind, ich gebe hier nochmal Wasser rüber, dann werden wir erstmal von jeder Linie erstmal was machen. Und dann kümmern wir uns um den Schwefel. Um den Beton-Superschwefel. Der spinnt wo. Okay, dann machen wir so. Guck mal, das hier sieht doch geil aus. Bam. Der lagert hier Eisen. Dann kommt das dahin und er macht Safe Stahl. Und dann müssen wir das wieder zwischenlagern. Das heißt, wir haben jetzt hier eine Depotproduktion. Hier kommt das Ding hin. Weil das macht jetzt Safe Fabriken. Das heißt, wir haben eine Fabrikproduktion, eine Dingsproduktion. Da brauchen wir noch so ein Ding. So, das heißt, wir machen den hier dazwischen. Der macht Stahlstäbe. Und aus den Stahlstäben machen wir Extraktoren. Dann haben wir erstmal alles. Richtig? Ist das richtig? Frage ich. Idee ist richtig. So, hier kann man dann wahrscheinlich noch genaue Geschwindigkeiten und so weiter einstellen. Machen wir jetzt aber erstmal nicht. Noch nicht. Na, das ist so der Plan. Wir beschleunigen mal einmal, bis wir von jedem einen was haben. Wobei, nee, hier brauchen wir gar kein Depot, merke ich gerade. Das sieht ja schon sehr, sehr gut aus. Okay. Das heißt, wir lassen das hier arbeiten. Dann nehmen wir den hier oben. Das sieht doch cute aus. Ja, ich überlege, ob ich hier einen Lagerraum hinmache. So, wir machen quasi da ein Lager für Schwefel. Bup, bup, bup. Dann verarbeitet der das zu Beton. Den wir hier zwischenlagern. Hier lagern wir Beton. Und dann brauchen wir bestimmt... Ups. Weg. Entfernen. Rums. Brauchen wir das Ding. Und aus dem Ding können wir entweder Straßen oder ein Versorgungszentrum machen. Wir machen mal ein Versorgungszentrum erstmal. So, Versorgungszentrum. Dann machen wir hier noch ein Depot. Schwefel. Noch so ein Ding. Beton. Noch so ein Ding. Beton. Richtig? Ja. So, und dann wieder einen Produzenten. Und zwar eine Straße. Weil die Straßen werden ja auch alle so gespeichert, ne? Ja, die werden einfach so zwischengelagert. Das ist krass. Das ist auch gut für uns. Sieht nicht so aus, aber es ist gut. Oh, shit. Das wollte ich nicht. Entfernen. Rums. Wir machen mal so. Ah, das war dumm. Ja, nee, es war so ein bisschen klug. Aber auch dumm. Wir machen mal so. Bam, bam. Dann einmal Stahl. Das Stahl lagern wir hier dazwischen. Dann machen wir aus Stahl mechanische Teile. Die lagern wir hier auch. Ich glaube, ich muss nicht immer lagern, oder? Ich glaube nicht. Ich mach's mal, aber ich glaube nicht. So, dann machen wir hier einen Lastwagen. Ich glaube, wir brauchen das quasi nicht. Aber es hat ja eine unterschiedliche Produktion. Jährliche Produktion 12. Jährliche Produktion 30. Ja, ist ein bisschen unsauber, würde ich sagen. Es hat eine gewisse... Da fehlt eine gewisse Sauberheit. Aber ein bisschen dirty sind wir ja alle. Okay. Versorgt Städte mit den benötigten Ressourcen, um zu wachsen. Ah, also wir haben hier...
diese Stadt. Richtig? Guck mal, was will der denn? Brauche ein Versorgungszentrum und Kontakt mit einer Stadt. Ja, das machen wir. Also, boom. Ist das hier richtig? Das habe ich jetzt gemacht. Sorgt sich halt mit Ressourcen, die benötigt werden, um zu wachsen. Beliefert New Soul. Lieferung. Genau. Also, es ist noch nicht gut. Aber wir brauchen jetzt eine Betonproduktion, richtig? Das möchten die haben. Die möchten eine extra Betonproduktion. Das machen wir jetzt auch. Wir machen jetzt so. Dann das. Dann Schwefel. Weil Schwefel ist einfach krass. Und dann Beton. Boom. Richtig? Und dann mache ich jetzt eine Straße. Nach da? Oh, wow, 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 ey! Jetzt, also das, habe ich mir anders vorgestellt. Das habe ich mir anders vorgestellt. Beton. Hau das hin? Mal. So. Nochmal. Keine Scham. No, no shame. So. Du fährst hier lang. Nach da. Objektauswahl. Eine LKW hat eine Station von Container von Depots abzuholen oder sie abzuladen. Beton. Richtig? Haha! Beton. I did it. 17 Minuten. Ich finde, das ist gut. Ich finde das gut. 8 Jahre hat es gedauert, ehe die Stadt zum ersten Mal Beton sieht. Ich hoffe, es klappt. Kosten 1 Beton. Aha! 10. Dann machen wir jetzt, wir haben jetzt 1 Truck. Dann machen wir jetzt noch mehr Trucks. Ah, hier, Anzahl, warte mal. Machen jetzt 5 Trucks. 5 Trucks. Ihr habt das jetzt nicht richtig gesehen. Ich hätte jetzt hier so ein Fenster gehabt. Hier, das Fenster. Das lassen wir mal offen. Oh, ich habe so Durst, Bruder. Ich habe Sushi gegessen. Bam. Und also absolut unzureichend. Ganz schlecht. Aber hier geht's langsam. Oh, warte mal, was ist das? Gut. Aha, also 5 ist anscheinend gut. Ist 5 gut? Warum baut er keine Autos mehr? Dauert das so lang? Dauert einfach ein bisschen, ne? Ah, es dauert ein bisschen. Aber das ist okay. Gut. Das haben wir. Oh! Stadt wächst. Lieferung 100%. Finde ich gut. Und noch mehr, komm. Wir machen ja alles voller kleiner Autos. Gut, also das klappt. 6 von 10? Wieso wird das immer mehr? Erreichen Sie die größte Bevölkerung von 10? Ah, die Bevölkerung wächst noch.
Status steigend. Stadtversorgung gut. Okay, die brauchen erstmal Beton. Was verständlich ist. Na, weil du willst ja auch irgendwo leben. Deswegen ist das schon mal gut. So, dann brauchen wir hier noch mehr Abbauorte, I guess. Schwefel. Level 4. Größere Städte benötigen neue Ressourcen. Ja, das haben wir alles, ne? Guck mal. Gucken wir uns gleich an. Okay. Gucken wir uns gleich an. Ich weiß jetzt nicht, wie groß natürlich... Nee, warte, das ist falsch. So, brauchen wir eine Fabrik. Fabrik, die Beton macht. So. Kann ich das Start ändern? Oh, die fahren dann alle mit einmal los. Njong. Okay. Jetzt brauchen wir Sauerstoff. Atmen. Breathing. Breathage. Ich weiß gar nicht, ob das hier hin muss. Wir brauchen O2. Spezialgebäude. Ein Wahrzeichen. Jetzt schon. So, wir brauchen einen Atmosphärenextraktor. 3 mechanische Teile, ein Aluminiumstab. Okay. Jetzt wird es wild. Ein Aluminiumstab. Machen wir erstmal so. Wir machen erstmal lange, erstmal Aluminiumerz. Bist du kaputt? So. Ihr lagert hier Aluminiumerz, genau. Dann brauchen wir bestimmt eine Fabrik, die Alustäbe macht. Du lagerst hier Alustäbe. Und dann brauchen wir vielleicht noch eine Fabrik. Nein, brauchen wir nicht. Wir brauchen keine Fabrik. Delete. Aber wir brauchen einen Atmosphärenextraktor. Und der braucht mechanische... Was ist denn das hier? Was ist denn hier los? Au, das ist was ganz anderes. I'm sorry. Das ist ja gar kein Aluminium. Das ist ja gar kein Aluminium. I'm sorry. Das ist Aluminium. Zählt nicht. Wenn etwas nicht zählt, ist es nicht countable. So, also. Aluminiumerz, das sieht schon viel produktiver aus. Aluminiumstab. Aluminiumstab. Ja, genau. Das lagern wir jetzt hier zwischen. Dann machen wir hier so eine Fabrik. Und zwar macht er diesen Extractor. Den Extractor kann er bisher noch nicht so gut. Wir brauchen Kunststoffteile. Hier. Die Kunststoffteile müssen wir irgendwo herholen. Die können wir natürlich direkt von hier holen. Das ist gar nicht so scheiße. Dann sind die Wege nicht so lang. Na, das heißt, wir machen so ein Ding. Dann lagern wir hier Eisenerz. Dann lagern wir hier das. Wir machen Stahl. Und du machst... Geht das hier direkt ineinander über? Sieht nicht so aus, ne? Naja. Ich hätte die Hoffnung gehabt, dass es ineinander übergeht. Aber dann mache ich ja doch alles richtig. So, wir machen hier mechanische Teile und dann Streets. Streets und dann sagen wir Bam, Bam. Mechanische Teile.
Was anscheinend nur mit so einem Trucker-Ding geht. Nee. Also wir machen erstmal dort so ein Trucker-Ding. Richtig? Nee, das ist für Städte. Ah, ich habe keinen Lagerort. Halt. Doch, es kann doch an mir liegen. Haha, es lag an mir. Entschuldigung. Ich dachte, er nimmt es direkt aus der Fabrik. But he didn't. So, machen wir zwei LKWs. Zwei LKWs finde ich gut. So, jetzt machen wir die Extractor. Extractor würde ich gerne noch schneller machen, sehe ich gerade. Wir haben hier noch vier Autos. Das ist ja die Frage, wie schnell er das hier abbaut, ne? Also er braucht übel viel mechanische Teile, sehe ich gerade. Viel mehr Teile als... Ja, viel, viel mehr Teile. Viel, viel mehr Teile. So, okay, dann... machen wir hier zwei Fabriken. Das Ding. Oh, er hat es gleich nochmal kopiert. Na gut. Finde ich gut. So. Wir machen mal so. Aluminiumstab. Und hier oben mechanische Teile. So. Ja, das sieht weird aus, ne? So, Aluminiumstab. Das hat irgendwie was Süßes. Und das ist dann das. So, hier brauchen wir über viele. Hier ist ja der Weg sehr kurz. Es hat schon was Süßes. Das ist also der kriegt einen übelsten Drehwurm hier. Oh, ist okay. Na, Stahl ist da. Beziehungsweise Aluminium ist da. Das heißt, hier können wir auch nun viel schneller produzieren. Die Auslastung ist nicht gut. Wir brauchen also viel, viel, viel mehr mechanische Teile. Und dann machen wir das auch. Ups. Ich weiß ja nicht, ob das gut ist. Ob dieses also das System hier gut ist, was ich gerade fahre. Ich habe schon das Gefühl, dass man... hier mehr machen könnte. So, haben wir hier Stahlstäbe. Und hier machen wir wahrscheinlich die Teile. Na, die lagern das beide hier ein. Machen wir hier ein paar Laster mehr. Oh, die Drohne ist aber fleißig. Look at it. Die ist schon hinterher. Also wir haben übel viel Aluminium. Aluminium läuft. Läuft gut. So, wo ist unsere Stadt? Hier ist unsere Stadt. Unsere Stadt hat sehr viel Beton. Sehr viel. Das ist schön. Ja, auch gute Nachrichten. So, dann machen wir jetzt das O2-Ding. Und dann das hier. Gewinnt Sauerstoff aus der Atmosphäre, produziert weiter, wenn mindestens eine Produktionsquelle nicht voll ist. Okay, das schauen wir uns mal an, wie das hier geht. Wir machen das einfach mal hier so hin. Ah, nee, nee, das sieht nicht gut aus. Machen wir mal so. Der lagert das jetzt bestimmt, richtig? Richtig. Herr Markov, Sie sind klug, schlau und vor allen Dingen gut aussehend. So, und dann bam. Und dann übel viel Last da.
noch mehr Last Time. Gut. Okay, also unsere Stadt wächst. Ist geil. Also ich finde es sehr schön, Leute. Sehr chillig. Sehr einfach natürlich bisher, seien wir ehrlich. Aber das ist ja auch von mir nicht anders zu erwarten bisher. 4 Stück kann man hier lagern. 4. Was auch Sinn macht, ne? Weil es sind ja auch 4 Gebäude drumherum. Aber ich kann dann hier wahrscheinlich noch eine Versorgung hinmachen, ne? Richtig? Das, oh, da ist keine Stadt dran. Muss ich das so dran bauen? Oh, ah, ja, doch, doch, doch. Das leuchtet grün, ne? Ja, look good. Also man kann das dann von mehreren Seiten versorgen. Das ist doch schön. Das ist doch übel geil. Okay, Versorgung läuft. Jetzt haben wir natürlich eventuell die Möglichkeit, diesen Wahrzeichen zu bauen. Kosten 3x Beton. Wenn du in verschiedenen Industriegebiete. Ja. Guck mal, New Soul ist gedying. In der größten, an deiner größten Stadt. Ja, ich könnte halt mehr Sachen noch versorgen, ne? Guck mal, wie die ja fleißig bauen. Ich könnte noch mehr Städte versorgen, ne? Das wäre so ein Thema. Irgendwann müssen wir den Planeten ja auch terraformen. Terraform. Man muss das so ein bisschen auch schon an Factorio denken, was so die Auslagerung von den Sachen angeht, ne? Also das ist natürlich auch nicht schlecht. Wir spulen mal ein bisschen vor. Ich einfach mehrmals drauf geklickt, auf jeden Fall. Ist halt die Frage, ob ich mehr als 100% versorgen kann, ne? Also die sind ja gut zugedröhnt jetzt hier. Wir testen das mal. Aber die wachsen ja auch, ne? Wo wächst denn die Stadt hin? Bevölkerung 60. Ja, die wächst einfach so. Die machen jetzt hier nach und nach Babys. Auch erstaunlich viele Babys. Die haben hier so ein Turret gebaut. Das sieht auch gruselig aus. Dann hier so ein lustiges Iglu. Das Raumschiff sieht auch cute aus. Diese Geräusche sind weird, ne? Die sind so... So bringst Mülleimer raus. So, was haben wir jetzt? MK2-Depot. Drohnen haben Reichweite von 2 Feldern. Aha. Ein besseres Depot also. Dann haben wir hier den Polystab. Stahlbeton. Aha, aha. Das heißt, das braucht er gar nicht mehr. Wie machen wir denn Stahlbeton? Das gucken wir jetzt an. Stahlbeton, da ist er. Und Stahlbeton ist jetzt, kommt jetzt unerwartet für viele. Kommt unerwartet. Aber wir brauchen dazu tatsächlich Stahl. So, wir machen mal so. Dann so hier trotzdem, ne? Wenn der will, dass ich das hier baue. Aber wir machen erstmal Stahlbeton. Das heißt hier Stahl. Ja, aber nee, so können wir das nicht bauen. Das sieht weird aus. Ah, das sieht ganz weird aus. Weil wir müssen ja beides versorgen. Wir gucken mal, wie das hier geht. Lass mich mal ganz kurz gucken. Wir haben ja das Ding hier. Und wenn wir das bauen wollen, brauchen wir diesen Polystab. Oh, die sind schon abgebaut.
das ist krass. Was ist das? Ist hier so ein riesen Schatten. Gruselig. Okay. Ja, das müssen wir dann wahrscheinlich irgendwann neu ansetzen. Ups. Nee, Entschuldigung. So, das gucken wir uns jetzt mal an. Wir brauchen dazu Kunststoff. Kunststoff. Wo kommt Kunststoff her? Der macht keinen Kunststoff. Ich kann einen Wahrzeichenturm bauen, das ist ja witzig. Wo ist Kunststoff? Wir gucken mal, was wir hier noch so haben. Wir haben ja quasi das Zeug hier. Der lagert jetzt das hier ein. Und dann muss das ja in die Fabrik. Hightech-Teile. Warte, wir sind ein bisschen zu schnell. Eine Sekunde. Kosten Kunststoff. Woher bekomme ich das? Da brauche ich Hilfe. Das habe ich verstanden. Das auch. Das, da sind wir noch nicht. Woher bekomme ich Kunststoff? Hier kann ich das auch nicht machen, ne? Ich kann das doch hier nicht machen. Ich kann mechanische Teile machen. Und das war's. Leute, ich stehe über dem Schlauch. Rohmaterialien soll das sein. Das sind keine Rohmaterialien. Also es ist ja schon irgendwas Fabriziertes. Dreimal Plastikabfälle. Dann gucken wir mal, was hier abgeht. Weil Plastikabfall heißt ja, dass hier irgendwo Müll rauskommt. Das ist das Versorgungszentrum. Aber daraus kommt das nicht. Woher kommt der Müll? Habe ich noch was etwas nicht gefunden? Sieht nicht so aus, ne? Ich hab das Gefühl, ich habe hier alles. Na gut. Ich bin hart stucked, I guess. Ich hoffe trotzdem, es hat euch gefallen. Also wie gesagt, das Game ist absolut cute. Es gefällt mir. Ich weiß grob, was ich tun muss. Nicht die ganze Zeit, tatsächlich. Ich weiß nicht die ganze Zeit, was ich tun muss. Ich bin jetzt ein bisschen traurig, dass ich jetzt hier es nicht geschafft habe, euch das zu... Also, ich meine, das kriege ich noch hin. Wir machen mal, also wir machen mal noch ganz schnell Stahlbeton. Damit ich mich nicht einfach, damit ich mich nicht schämen muss. So, so, Beton. Quasi gegen die Scham. Machen wir jetzt so. Dann so. Ja, nee, das müssen wir auch anders machen. Also, die Scham setzt ein, Leute. Charmander. Stahl. Nee. So, Stahlbeton. Das kommt weg. Hier kommt
Beton und da Stahl. So. So. Lastwagen. Lastwagen. Also Beton. So. Ganz viele Betonautos. Dann ganz viele Gebohre. Bohren. Wir machen... Nein, das war falsch. Wir machen Eisen. Wir machen aus dem Eisen Stahl. Und dann lagern wir den Stahl. Und dann fahren wir den Stahl hier durch die Gegend. Mit Lakar. So. Na, drei brauchen wir da wahrscheinlich nicht. So. Und dann fahren wir mit dem Auto von hier nach da den Stahlbeton. Mit 50 Autos. So, ich gucke jetzt mal. Vielleicht produziert dann diese Stadt dann Müll. Das ist so meine Hoffnung. Lul. So. Vielleicht produziert ihr einfach Müll dann. Ich hoffe es einfach. Polymerstab. Keine Ahnung. Gucken wir mal. Ich meine, ich habe noch das hier. Fluorid. Aber I can't use it. Ich habe nur die drei Sachen bisher. Musik ist schön. Na gut. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche einen wundervollen Nachmittag. Erster Eindruck, wie gesagt, positiv, aber bin hardstucked. Ist ja noch Early Access. Aber ich hoffe auf mehr. Tschüss.